Herzlich willkommen zum Gruppenspiel in der Gruppe B zwischen dem Iran und den USA. Gespielt wird hier mit den Soccer Kickers und zwar mit jeweils 5 Schuss auf das gegnerische Tor, wobei immer im Wechsel geschossen wird und nach 3 Schuss für die zuerst angreifende Mannschaft gibt es einen Seitenwechsel. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke, somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Anstoß ist hier für die USA. Die USA also zuerst am Ball, schießt und eine Verletzung. Hier muss direkt eine Auswechslung erfolgen. Also nochmal, Schuss für die USA und gehalten. 0:0. Nun der Iran am Ball. Schuss und auch hier eine Verletzung. Gut, dass wir Auswechselspieler haben. Iran mit dem ersten Schuss und eieiei. Das war nichts und es steht weiterhin 0:0. Die USA schießen und immer noch 0:0. Nun der Iran am Ball, während der Torhüter sich wieder aufstellt. Der Iran schießt dort. 1:0 für den Iran. Die USA nun mit ihrem dritten Schuss und dem letzten Schuss vor der Halbzeit. Ausgleich. 1:1. Nun der Iran mit dem dritten Schuss und der Möglichkeit zum Ausgleich. Schuss. Das war kein Ausgleich, Entschuldigung. 2:1 Führung für den Iran. Die USA nun mit dem vierten Schuss. Und 2:2 Ausgleich. Der Iran nun mit dem vierten Schuss und der Möglichkeit. 3:2 für den Iran. Die USA mit dem fünften und letzten Schuss die Möglichkeit noch zum Ausgleich. Ausgleich. 3:3. Bleibt es beim Unentschieden oder erhöht der Iran noch auf das 4:3? Und 4:3 für den Iran. Das heißt, Iran und die USA trennen sich in diesem packenden Spiel mit 4:3. Und hier kippen alle um. Das ist unglaublich, dieses Ergebnis. Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.